Hallihallo, Hallöchen. Da sind wir auch wieder bei einer neuen Folge FIFA. Ja, gestern haben wir grandios gewonnen. Gegen Leverkusen, gleich das erste Ligaspiel. Und ja, ich bin immer noch ein bisschen geflasht. 2-0 haben wir hinten gelegen, glaube ich, ne? Und dann haben wir das Ganze doch noch gewonnen. Puh. Ja. Für euch ist das jetzt ein Tag her, für mich ist das gerade eben gewesen und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ja. Wir gehen erstmal bis zum nächsten Spieltag hier gegen Freiburg. So, und schauen mal in die Mannschaft, alle fit. Ja, in der Aufstellung brauchen wir da jetzt gar nichts groß ändern. Das hat sich ja als gut erwiesen. Höchstens hier noch Blaschikowski rein. Hat ja gut geklappt gehabt. Ja, machen wir das mal so. Ja, speichern wir. Und ja, Transfers. Wie gesagt, habt ihr Ideen für Transfers? Wenn ja, dann aus damit. So, und ich habe ja gesagt, ich gucke immer gerne in den Teambericht. Und deshalb machen wir das jetzt mal. Hier, Weidenfeller hat sich schon verbessert dort unten. Piszczek, ja, Sokratis auch, Hummels nicht. Schade. Durm hat sich natürlich verbessert, der war gut. Gündogan auch ein bisschen, ja, Bender nicht, schade eigentlich. Ja, Blaschikowski noch dürftig in der Form, ansonsten aber. Sokratis dürftig, warum war der so schlecht? Eigentlich nicht. So, Reus natürlich gut in Form. 2 Tore vorgelegt. Ramos, okay. Ja. Gitarian, Immobile gut. Sollten wir vielleicht mal Immobile aufstellen hier im Spiel, ne? Das ist nämlich auch mal wichtig, so die aktuelle Form mit einzubeziehen. So. Und dann würde ich sagen, machen wir doch direkt mal weiter mit dem nächsten Spiel. Dortmund gegen den SC Freiburg. Ja. Nach dem Sieg gegen Leverkusen erwarten wir hier natürlich das Beste. Ja, ein kleines Spielchen. Bam. Drin. Der war nix. Und der erst recht nicht. Ja, da bin ich nicht so gut bei. Sorry. Was war das? Komm, der ist im Tor. Hey, extra Punkte. Naja, egal. Ja. Kann losgehen jetzt hier. Bundesliga, 2. Spieltag. Wieder zu Hause. Diesmal gegen Freiburg. Ja. Hier die schöne Choreografie von den Fans. Kommentatoren haben wir natürlich ausgestellt. Weil, wenn ich quatsche, müssen die nicht dazwischen labern. Die halten ja die Fresse nicht. Da kommen die Spieler aufs Feld und natürlich auch die Teamleitung. Teamleitung. Spielleitung. Ja, da sehen wir es nochmal schön. Ich mache einen Screenshot. Haha. So. Ja, das gucken wir jetzt nicht alles an, oder? Weiß ich nicht. Naja, komm. Sebastian Mielitz. Ja, im Tor der Freiburger. Leiter der Partie ist Schnitti. Heiner Schnitti. Geile Schnitti, du. Wieder sehr offensiv, wie immer. Jetzt hat man den Ball zurück. Schnitti. Gut durchgesetzt. Ah. Nein, doch. Oh. Oh. Oh, 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 oh. So gratis. Bleib mal da. So, ein bisschen. Oh, 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 oh. Gut. Ball weg. Jawohl. Ah. Kam ich nicht durch. Waren zu viele Verteidiger. Ja, nach dem Sieg gegen Leverkusen können wir natürlich mit dicker, breiter Brust auftreten. Oh, kein Elfmeter.
wollen natürlich auch hoffen, dass die breite Brust ein bisschen länger lebt bei uns diesmal. Ja, die Testspiele waren ja nicht so vielversprechend, aber gegen Leverkusen hat es auch schlecht angefangen. Und dann, ja, ja, wer hat gewonnen? Die Schweizer. Ja. Gut. 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 Oh. Schade. Gleich die erste richtig gute Chance. Ja, aber war nix. Eckball. Höchste der Gefühle hier. Ja. Ich schieße. Ich schieße. Pass auf da. Hummels, aber nicht gut getroffen. Kagawa mit dem Schutz. Oh. Kann man auch mal aus der Ferne schießen, ne? Auch immer ein gutes Mittel. Und auch dort, muss ich sagen, wurde gesagt, in FIFA 15 triffst du kaum noch Fernschüsse. Muss ich eigentlich... Also ich habe schon einige gemacht. Man braucht nur die richtigen Spieler dafür. Mit Baumgartlinger habe ich bei Ultimate Team immer einige gemacht. Und ich denke mal, hier beim BVB hast du da einige dabei, die das auch können. Reus zum Beispiel ist da mal sehr gut bei. Oh, gefährlich hier. Oh, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Oh, 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 oh. Kann es sein, dass ich mich ja teilweise anhöre, als hätte ich gerade Sex? Ich sollte mir meine Geräusche überlegen. Gut. Auf Immobile. Nicht gut von Immobile. Gut. Nicht gut. Besser. Kuba. Jawohl. Nicht gut. Schade. Ja, da ist Błaszczykowski nicht gestartet. Schade. Schade. Hätte ich eigentlich erwartet von ihm, weil so kennt man ihn einfach. Aber da... Hat er sich lieber ein bisschen ausgeruht. Warum auch nicht? So nach getaner Arbeit. Huiuiui. Eckball. Geht der hin? Wo geht der hin? Jedenfalls nicht dahin, wo er wohl hin sollte. Ein bisschen angespannt, ja, nach dem Sieg gegen Leverkusen. Wollen wir natürlich auch gewinnen. Hohoho, Doppelpfosten, Alter. Oh, ne. Puh, Weidenfeller. Gut gemacht. Da. Sehr schön. Müssen aber auch offensiv wieder etwas stärker werden, ne? Oh, 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 oh. Weidenfeller. Ja, ein bisschen Druckphase jetzt. Der Freiburger. Das müssen wir jetzt mal unterbinden langsam. Schön. Sehr schön. Richtig schön. Ah, schade. Wollte ich da noch oben zu Reus. Aber... War nix. Ah. Puh. Glück gehabt. Läuft noch nicht so das Spiel.
Aber okay, gegen Leverkusen sah es ja auch am Anfang schlecht aus. Ah, das darf man nicht vergessen. Wir lagen 2-0 hinten und haben dann gewonnen. 3-2. Oh. Das war nix. Habe ich die Mauer ein bisschen früh hochgeschickt zum Hüpfen? Oh, der war falsch. Sollte eigentlich da ein bisschen mehr zu Gündogan. Aber naja. Klappt halt nichts gerade. Ah, dann sowas. Vom Pischek. Ja, warum Blaschikowski da nicht so richtig mitspielen möchte, weiß ich auch nicht. Oh, zu schwach. Und da der Doppelpass. Aber was macht der Weidenfeller? Ja. Also die Torhüter in FIFA finde ich echt, also schon ziemlich unmöglich, weil die lassen ja einfach alles abprallen. Ja, man kann auch ruhig mal einen Ball festhalten. Geht ja so nicht. Das sind ja professionelle Torhüter. Ja. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie Verbandsliga spielen oder so. Und hier in der Bundesliga. Da erwarte ich vernünftige und gute Spieler. Und was war das? Ja, wo da die Abwehrspieler waren, weiß ich auch nicht. 0:0 zur Pause. Hier zwischen dem BVB und Freiburg. Ja, ihr Sportausrüster der Extraklasse hier. Das ist doch ein schöner Screenshot. Den können wir nehmen schon. Gut, geht gleich weiter hier. Auf den anderen Plätzen. Hamburg führt gegen Hannover. Die haben ja auch gewonnen hier, ne? Gegen Leverkusen war es, glaube ich, sogar jetzt heute. Also gestern schon mittlerweile. Also jetzt für euch hier ist schon ein bisschen länger her. Aber haben mal gewonnen. War nicht schlecht. Ah. Bloß nicht so weitermachen, wie wir angefangen haben hier vorhin. Sondern wir wollen jetzt hier mal punkten. Mark France. Ah, oh, wenn ich da irgendwie an den Ball gekommen wäre. Oh, dürfte Abstoß, ja. Abstoß. Ganz klar. So, mein Seitenwechsel. So, Immobile, setze ich gut durch. Aber verliert dann doch den Ball. Schön. Nicht schön. Kagawa. Ah. Heute läuft's nicht, ey. Heute läuft's einfach nicht. Ah. Gut. Was war denn das? Willst du mich verarschen, Durm? Hast keinen Bock mehr? Ja, das war klar. Das war klar, das war der Fehler von Durm. Ja, das hat natürlich wieder vollgebracht jetzt. Ja. Foul. Ganz genau. My friend. Gibt auch noch gelb. Sehr schön. Richtig so. Wie bestellt. Memedi. Auswechslung beim Gegner. Eigentlich für Reus eine gute Chance. Oder auch nicht. Oh. Schade. War wieder mehr drin. Aber
Eckball, echt? War der abgefälscht? Hm. Habe ich gar nicht so mitbekommen jetzt. Dann ist ja alles okay. Ah. Kommt wieder totaler Angriff hier. Ich versuche immer so assi zu sein und irgendwie den Torwart zu behindern. Ne? Letztendlich fragt ja keiner, wie du die Tore schießt. Hauptsache du gewinnst. Warum nimmt er sich den Ball nicht? Das kann nicht wahr sein. Das ist auch so ein Ding, dass die Spieler gucken einfach zu, wie der Ball an ihnen vorbeirutscht. Geht doch nicht. Oh nein. Das war's. Weißt du? Nee. Wenn's hier gegen Leverkusen und dann sowas. Ich verstehe es nicht. Einfach unfassbar. Ja, wenn nichts geht, dann geht nichts. Puh. Kriegen wir nochmal Aubameyang. Und Shine. Dann weiß ich auch nicht. Hückergabe mal Mkhitaryan. Kagawa hat mich heute nicht so überzeugt. Leute. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Läuft einfach nicht. Läuft einfach nicht. Ey, wo... Ach, Bender. Der sollte natürlich hoch zu Bischek. Ach, das war's. 3-0. Ganz toll. Weißt du? Kannst auch gleich wieder alles abpacken hier, ey. Ja, da ist der Sieg gegen Leverkusen wieder nichts mehr wert. Da ist die Moral im Keller. Nicht nur bei mir, auch bei der Mannschaft. Ja, das ist, ey, das ist hier nicht Barcelona, das ist Freiburg, ja. Kannst du übertreiben. Und bei uns geht da einfach nichts, weißt du? Enttäuschend. Einfach enttäuschend. Drehst hier gegen Leverkusen das Spiel so schön. Verkackst dann einfach extrem gegen Freiburg. Das ist FIFA. Das ist FIFA. Nee. Ich habe keine Lust mehr. Schön. Ja, natürlich war das ein Foul. Na klar. Waren ja wir. Da ist immer ein Foul. Braucht den Gegner noch schief angucken. Ist schon faul. Ist ja Wahnsinn, dass er jetzt nichts gepfiffen hat. Hat wahrscheinlich seine Pfeife verschluckt, wa? Aubameyang und Tor. Viel zu spät. Viel zu spät. Kann man sich trotzdem freuen. Eingewechselt, Tor gemacht. Tja. Gut gemacht, Opa. Gut gemacht. Trotzdem bringt es nichts mehr. Das war halt der Ehrentreffer. Ja, Aubameyang versucht da alles, aber kannst du dann noch vergessen.
Also im nächsten Spiel weiß ich, werde ich mal Aubameyang wieder als Sturmspitze da reinhauen. Sehr schön, Mkhitaryan. Durchgesetzt. Ah! Ah, das war nix. Ja, ich glaube, man merkt mir meine Enttäuschung über dieses Spiel ein bisschen an. Ja, da war einfach viel drin. Oh, nee, jetzt ist auch noch Hummels verletzt. Trotzdem noch schön den Ball erobert. Ah. Ach, da geht nichts. Das war's. 4:1 verloren. Alter, was wird das denn? Ein Zombie? Ah, jedes Ticket 15 Kilogramm Trockenfutter für ihren kleinen Liebling. Ja, das ne? Kann man sich ja mal geben. So, Spielerwertung. Das war natürlich ein Griff ins Klo heute. Schade. Gestern lief so gut. Und dann heute das. Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann.